Hi, ich bin Vince Voltage und mein neuestes Projekt heißt Tabu. Warum glaubst du, gibt es so ein Buch wie Tabu noch nicht? Warum gibt es so ein Buch wie Tabu noch nicht? Thomas, was denkst du? Naja, da gibt es, was ist die Frage? Vielleicht zu guter Geschmack beim Rest der Fotografen. Künstlerischer Anspruch, moralische Bedenken. Oder Thomas, weil die anderen einfach nicht die Eier hatten bisher. Thomas, da gibt es ein gutes Zitat, das heißt, jeder Künstler profitiert von der mangelnden Courage seiner Mitstreiter. Und es müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Es muss sich zusammenfügen wie ein schmackhaft schmelziges Konglomerat. Verschiedenen Komponenten, die dann ein großes Ganzes ergeben. Wow. Weißt du am Ende von den Sätzen eigentlich immer noch, wie du den Satz angefangen hast? Oder ist das mehr so eine Momentaufnahme? Gut, nachdem wir das doch so zufriedenstellend beantwortet haben, möchte ich gleich mit der nächsten Frage weitermachen. Warum willst du so ein Buch machen? Warum wollen wir so ein Buch machen? Na, hauptsächlich einfach aus so einer Millionärslaune heraus. Wir saßen da auf unserer Yacht in Saint-Tropez und haben uns überlegt, Schuten, alles. Schuten oder Koksen? Koks, Weiber, Kohle. Was sollen wir noch machen? Das Slam ein bisschen auch. Und dann haben wir gedacht, wir verbringen ein paar Tage im Kalkau. Wie so der Jakobsweg, so ein bisschen. Ich möchte es gerne vergleichen mit so einer Pilgerreise. Wie war die Frage eigentlich jetzt? Ach so, ja. Warum willst du so ein Buch machen? Geltungssucht, glaube ich. Das Buchprojekt möchte schockieren. Es möchte. Ich denke, in der Kunst geht es vor allen Dingen darum, Grenzen zu erforschen, an die Grenzen zu gehen. Wir sind allgegenwärtig von Zensur umgeben und Zensur sollte in jedem Fall keinen Raum gegeben werden. Zensur sollte kritisch beobachtet werden und ich finde, das Buch ist ein Akt des, der Liebe. Der Liebe sowieso und der. Ich bekomme den Satz mit Akten nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall. Du kannst ja später darauf zurückkommen. Es ist auf jeden Fall ein Statement für die Kunstfreiheit und auch gegen die Kunst an sich. Auch gegen die Kunst. Es ist vor allen Dingen auch ein Statement gegen die moralische Hysterie. Wer entscheidet, was normal ist? Wer entscheidet, was toleriert werden sollte und was nicht. Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Pokal ist Pokal. Ja, nach dem Spiel ist Pokal. So scheiße. Wie lange trägst du das Projekt schon mit dir herum? Wie lange tragen wir dieses Projekt schon mit uns herum? Also ich für meinen Teil kann das so beantworten, dass wir ja eventuell auch durchaus unter dem Einfluss einiger Getränke ja mal den großartigen Plan geschmiedet haben, dass wir dringend mal zusammen ein Projekt machen sollten. Gut, wir haben schon mal darüber gesprochen. In meiner Vorstellung sah das dann eher so aus, dass wir
ein Shooting in deinem Studio haben mit. Das stimmt, die Freundschaft wurde einfach zu sexuell. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir einfach auch mal wieder so kumpelhaft was zusammen machen, das ist nicht irgendwie. Genau. Ich hatte aber dann dabei eher so vor Augen, dass es eher so eine Art Playboy-Menschen-Party für Kassenpatienten wird. Und wir irgendwie in deinem Studio so den übliche, eine der üblichen Wahnsinnspartys feiern und nebenbei ein bisschen shooten. Das hast du so gedacht. Genau, und dann war Cut und ich ziehe mit einem Hammer Nägel aus einem Nippel, der auf einen Holzbalken genagelt ist. Das war schön. Das war schön, ja. Das war schön. Fotografisch auch interessant. Ja, auch innerlich interessant, muss man sagen. Hattest du einen Ständer dabei? Nein, das tatsächlich nicht. Ich hatte eher einen Negativständer dabei. Und ein bisschen Angst, dass ich den Typen seinen Nippel abreiße, was das Ganze auch etwas anstrengender gemacht hat. Ich hatte Angst, dass der Nippel so um den Ball verliegt. Ja. Bitte, nächste Frage. Ach ja, richtig. Da war ja was. Wieso der Titel Tabu? Das sagst du was dazu. Ich steig dann ein, wenn ich es fühle. Naja, also gerade mit Blick auf die sonstigen Arbeiten von Vince hat man ja schnell den Eindruck, dass es das Wort in seinem Wortschatz bisher nicht gab. Und da das jetzt sozusagen die, ich sag mal, sowohl was den Härtegrad als auch die geschmackliche Einstufung angeht, Spitze des Eisbergs ist, möchte ich es mal nennen. Die Kirsche auf der Sahnehaube. War der Titel naheliegend, weil es sozusagen der Moment ist, ab dem Vince endgültig das Wort Tabu nur noch im Rückspiegel sieht. Ja, dem ist im Prinzip wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ach komm, ein Satz. Für die 5 Minuten haben wir. Ja. Willst du die Leute mit dem Buch schockieren oder eine Seite der Gesellschaft zeigen, die sonst unsichtbar ist? Ich denke, jeder Mensch kann sich selber aussuchen, wie er auf das Buch reagiert. Die einen werden schockiert sein, die anderen werden interessiert sein. Ich denke, wir haben insbesondere beim Shooting gemerkt, dass es unterschiedliche Dinge gibt, die unterschiedliche Leute schockieren. Es gab Sets, da musste ich kurzfristig die Kamera an meinen geliebten Assistenten Thomas geben, weil ich es einfach nicht mehr sehen konnte. Und andersrum genauso. Es soll nicht auf Krampf schockieren, aber wer schockiert sein möchte, darf das gerne sein. Thomas, was denkst du? Wird das Buch schockieren? Soll es schockieren? Ja. Es wird schon ein, zwei Bilder geben, wo man ein relativ harter Hund sein muss, wenn einen das nicht schockieren sollte. An welche Bilder denkst du da, Thomas? Möchtest du erfinden mal so eine Überschrift für das Bild? Naja, also die Frage, wie viele Nadeln in einen Nippel passen, hätte ich bis gestern mit einer geringeren Anzahl beantwortet. Zum Beispiel. Ja. Ich werde das Sonnen-Emoji nie wieder mit denselben Augen sehen. Gut, ja, ich werde nie mehr ohne Vorbehalte durch ein oder ohne, sag ich mal, ohne ich werde nie mehr so in Baumarkt gehen können wie früher, sagen wir so. Was gerade für dich als, wie ihr alle wissen, großen Heimwerker ein großer Einschnitt in dein Alltagsleben ist. Ein Stück Lebensqualität ist das sein, aber was habe ich nicht schon für die Kunst alles getan? Ab jetzt werden die Möbel wieder gekauft statt gebaut. Es wird Zeit, dass die Kunst für was zurückgeblieben haben. Payback-Time. Payback-Time.
Nächste Frage. Könnte man allerdings auch auf das Buch bezogen sagen, dass es deine Payback-Time an die Kunst war. Es wird zurückgeschissen. Oh, die nächste Frage ist tatsächlich eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Wer hat eigentlich die Fragen geschrieben? Warum sollte sich jemand Tabu kaufen? Warum sollte sich jemand das Buch Tabu kaufen? Dass ich mir einen gelben Lamborghini kaufen kann. Noch ein? Ah, der war nicht gelb. Sorry, mein Fehler. Der gelbe war der 2019er, oder? Schrecklich. Warum soll ich jemand Tabu kaufen? Thomas, sag. Machen wir ein bisschen Baubeveranstaltung. Highlight. Warum soll sich jemand das Buch kaufen? Ich denke, weil man durchs Schlüsselloch Einblicke bekommt in eine Welt, die einen zwar schon einerseits interessiert, aber man sich gleichzeitig wahrscheinlich nicht wirklich rantraut. Und natürlich, weil gleichzeitig es den Zugang einfacher macht, weil natürlich Vince Voltage auch im das Fürchterliche nicht scheut und ästhetisch ansprechend präsentieren kann. Stacheldraht mit Zuckerguss ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und natürlich ein. Hast du es gerade überlegt oder hast du es auf der Hinfahrt? Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wahnsinn. Und was natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, einfach mal ganz pragmatisch. Bei der Durchsicht durchs Buch kann man nicht danach vergessen, den Browserverlauf zu löschen. Ich denke auch. Ich denke, was uns im Leben interessiert und was uns auch im Gedächtnis bleibt, sind auf jeden Fall. Kundschaft! Sind auf jeden Fall die Extreme. Niemand erinnert sich an Alltägliches. Was bleibt, sind die Extreme. Und ich denke, das Buch ist durchaus extrem. Wie war die Frage? Warum sich jemand kaufen? Warum sollte sich jemand das Buch kaufen? Ich denke, es ist ein Buch, das es vorher so noch nicht gab. Es gab in die Richtung sowas noch nicht. Und deshalb. Hast du gerade den gleichen Satz nochmal rückwärts gesagt, den du einmal vorwärts gesagt hast? Ich habe nicht geschlafen, 2 Nächte, was soll ich denn? Es gibt Stellen, wo ich mich frage, Kunstpause oder Schlaganfall? Also, oder tun wir Teile von Einnahmen spenden? Nee. Nein. Was machen wir mit der Kohle dann? Kommt drauf an, wie es läuft, ne? Ich würde sagen, entweder Bunga-Bunga-Party oder Toastbrot mit Leberwurst. Mal angenommen, wir verdienen 1 Million mit dem Buch. Was machen wir mit der Million? Ich würde ja sagen, Studio gründen und jeden Tag nur noch Fotos, aber... Du meinst so ein Studio wie hier oder ein Fotostudio? Ich meine schon ein Fotostudio. Ich sollte schon aufmachen vielleicht. Lass mal die Kutsche rein. Ha? Ja, warte, mach doch mal schön weiter. Kannst du was sagen? Ja, jetzt kommt von der anderen Seite irgendjemand, glaube ich. Jo. Hi. Moin. Weiter geht's. So, jetzt habe ich mich hier auch mal duschen gesehen. Warte, ich mach mal weiter. Oder geht's schon wieder so? Genau, okay. Also. So. Was für Projekte hast du nach Tabu in der Pipeline?
2020 ist ein Jahr, in dem sehr viel passieren wird. Ich habe zunächst mal kommt mein limitierter Bildband 100% Uncensored mit der gleichnamigen Ausstellung auf den Markt im Februar. Das war überhaupt nicht die Frage, gell? Nein. Was für Projekte hast du nach Tabu in der Pipeline? Tabu, das Buch oder Tabu die Ausstellung? Tabu der Film. Was möchtest du mir gerade sagen? Ja, wir werden das Buch am 19. September im Rahmen diverser Festivitäten in der Galerie Nieser in Stuttgart der Weltöffentlichkeit vorstellen, begleitet von einer Ausstellung, der Buchrelease zusammen und danach weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte mich vermehrt der Blüten- und Welpenfotografie widmen. Wichsen. Wichsen. Ja, ich wollte Fotos machen, wie Leute auf Blumen und Welpen wichsen. So ein bisschen Anekdotes. Ja, genau. Nur mit Pimmeln. Ich wollte immer. Wobei, vielleicht nicht auf die Babys. Das würde dann selbst meine Tabus erreichen. Ich finde es schon schlimm genug, die Babys immer in so Blumentöpfe reinzusetzen. Und dann so ja, wie gesagt, würde ich nochmal darauf hinweisen wollen, dass vielleicht die Kombination auf Riesenpimmel zu starren und sich dabei über Babys zu unterhalten eher schwierig ist. Das sieht doch niemand, wo ich hinstarre. Aber ich sehe es. Nächste Frage. Das wird eh rausgeschnitten, alles. Das ist komplette Scheiße.